Also ich möchte euch heute zeigen, wie ich meine Bilder beginne. Und zwar ist egal, was für ein Maluntergrund, ob das jetzt ein Papier ist, eine Leinwand, ein Karton, ist egal. Also ich grundiere zuerst einmal meine Bilder. Und zwar nicht wie Maler und Anstreicher, sondern also schon aus dem Handgelenk. Denn jeder Pinselstrich ist ja schon wieder eine Schicht und bringt wieder Struktur. Ja, und dass das jetzt ein bisschen schneller geht, müssen wir uns das trocken föhnen. Ja, und wenn das trocken ist, also wenn ich es nicht so eilig habe, dann kann ich ja das rauslegen oder vorbereiten am Vorabend. Die nächste Schicht sind dann verschiedene Farben. Das können billige Formen sein. Da verwende ich auch immer diese bösen Farben oder Farbreste, mit denen ich gar nicht mehr arbeiten will. Man hat immer so Phasen, dass man sagt, einmal hat man rote Bilder, einmal hat man schwarz-weiße Bilder, einmal haben wir blaue Bilder. Das ist ja ganz verschieden. Und es spielt überhaupt keine Rolle, ob man dann eben, wie gesagt, ein rotes oder ein blaues oder ein grünes Bild macht. Desto bunter der Untergrund ist, desto besser, weil das kommt ja dann von unten heraus. Und da werden dann diese interessanten Stellen, das was ja dann nicht aufgesetzt ist, was von unten herauskommt. Also einfach ganz verschieden die Farben auftragen und nicht nebensetzen, sondern ein bisschen übereinander loppen. Denn das wären ja dann diese interessanten Stellen. Man kann ein bisschen weiß herausschauen lassen, das muss aber nicht sein. Wichtig sind auch die Ecken. Also Papier klebe ich immer auf einen Karton auf oder auf einer Holzplatte, weil sonst würde sich das ja wellen. So, jetzt brauchen wir ja wieder ein bisschen den Föhn, damit es schneller geht. Dann bereite ich mir ja meine Struktur und die arbeite ja mit Marmormehl und zwar in sehr dünnen Schichten. Und weil ich das so dünn auftrage, verwende ich das Marmormehl von Bösner. Das springt recht gut, aber nur in Verbindung mit dem Guadi-Binder. Also ich bin draufgekommen, desto dünner man die Schichten auftragt und man nimmt diesen Guadi-Binder, dann hat man ganz feine Risse. Ich habe mir das immer abgefüllt in Dosen, und zwar in Dosen, die was luftdicht verschlossen sind, weil dann hält sich das oft auch bis zu 4-5 Wochen. Ich mache das Verhältnis, dass ich mir, das kann man also jetzt mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oder so weiter, also gehäufte Löffeln. Marmormehl, ich verwende jetzt da 8 Löffel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mache ich ein größeres Bild, dann muss ich natürlich mehr abrühren. Und gestrichene Löffel von Guadi geben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also das Verhältnis 1 zu 1, aber Marmormehl gehäuft und Binder gestrichen. Dann fange ich das an zum Abrühren. Ich verwende immer eine viereckige Dose, weil da komme ich mit der Spachtel schön in die Ecken rein. Einen luftdicht abgeschlossenen Behälter, damit ich dann den Rest auch ordentlich aufkalten kann und der wird damit nicht kaputt. Das Marmormehl, das siebe ich nicht, weil ich das mit der Spachtel schön verknete. Den Binder mit dem Marmormehl. So, wenn ich das meiste also vermischt habe, dann gebe ich noch einen Schuss Wasser dazu. Und rühre es ab. Und das sieht dann, wenn man das gut vermischt hat,
aus, so wie ein Quark. In Österreich sagt man einen Topf. Schön die Ränder runterputzen, damit es da nicht hart wird. Ich habe da das noch nicht so im Kopf, wie ich das auftrage. Mir ist jetzt wichtig, dass also das Auge geschult wird, wo sind die interessanten Stellen, wo also diese Farben sich ein bisschen übereinander lappen. Und zwar trage ich das also schön auf. Ein bisschen auch in Verbindung, also nicht nur dort ein Eckel und da ein Eckel und da ein Eckel. Ich trage das meistens, also bei meinen Bildern, viereckig auf. Da ich ja weniger, also ich bin weniger eine Rundmalerin, ich bin mehr eine Eckige. Ich das hier anstelle, ein bisschen dünner aufdrucke, damit man sieht, wenn man es ganz dünn aufgetragen hat, dass es nicht so reißt. Bevor ich das jetzt wieder trocknen durch, besprühe ich das ganz einfach mit dem Wasser. Das ist also, dass das ein bisschen schneller reißt. Wenn ich rasch weiterarbeite, föhne ich das wieder. Und sonst kann ich das auch wieder am Vortag vorbereiten und am nächsten Tag eben bearbeiten. Aber wie gesagt, bei so feinen Sprüngen, wenn ich es dünn aufbaue, dann mit einem Quadebinder. Und schauen, dass das ja schon trocknet. So, also wenn ich das jetzt ordentlich getrocknet habe, dann ist meine erste Arbeit, dass ich einen Löskaffee nehme und über das ganze Bild mit dem Löskaffee gehe. Da sind dann die Formen nicht mehr so grell. Und dann ist also wieder der nächste Trockenprozess. So, fixieren tue ich das immer mit dem Guari Pastel Fixativ. Ich verwende sehr viel das Guari, weil da eigentlich Preis-Leistungs-Verhältnis passt. Fixieren. Nicht mit Haarspray fixieren, sondern wirklich mit dem Pastel Fixativ. Denn Haarspray löst sich ja genauso auch wieder, wenn es mit dem Feuchten in Verbindung kommt. Und zwar für die nächsten Schichten arbeite ich immer mit Lascaux. Das ist natürlich also eine sehr gute Farbe, ist etwas teurer, aber hat den meisten Pigmentanteil, ist lichtecht und ich verwende auch nie eine Farbe alleine. Also wenn ich jetzt so mit Türkis und Weiß arbeite, dann mache ich mal, dass ich mir da daneben von diesem Kobaltgrün hell und ein ganz bisschen nehme ich dazu das Queen Blau von Lascaux, aber wirklich nur ganz wenig, weil ich möchte nämlich ein warmes Bild haben. Ich arbeite jetzt nicht mehr mit Pinseln, sondern nur mehr mit der Schaumstoffrolle und zwar vermische ich mir jetzt nicht die Farbe, sondern ich fange an, dass ich mir das auf der Seite da mal ein bisschen in die Rolle, die Farbe, einrolle. Und dann nehme ich also wirklich schön einrolle, damit die Farbe keine Flecken mehr macht, sondern dass ich das schön in der Rolle vermischt. Und jetzt fange ich mal an, diese Ecken, wo dieses Marmormehl ist, dass ich da mal ganz leicht, mit der Rolle kann man das sehr gut dosieren, dass ich da jetzt einmal ein bisschen drüber gehe. Jetzt kommen die Sprünge auch wieder sehr schön heraus. Und wie gesagt, also dass die Rolle schön mit diesen zwei Formen verbunden ist, damit keine Flecken sind. Ich habe mir jetzt entschlossen, dass ich die obere Hälfte mehr mit Weiß mache und die heruntere eben mit diesen Blautönen. Ich arbeite auch sehr gerne mit Schablonen. Und dass ich jetzt schaue, dass ich nicht alles mit Farbe verdecke, lege ich mir so eine gestreifte Schablone darüber und arbeite da also jetzt einmal mit den Streifen, tue die Streifen auch wieder ein bisschen weg. Wenn wir das einmal ein bisschen wegräumen da, das braucht man ja nicht mehr.
dann kann ich das ein bisschen gezielter aufbauen. Und dass ich wirklich schaue, ja nicht zu viel zuerst zumachen, dass man den Untergrund noch heraus sieht. Also wie gesagt, es ist egal mit welchen Farbecken, dass ich zuerst anfange, da meinen Farbteppich aufzubauen. Das ist ja das Interessante, dass von unten das dann wieder herausblitzt. Ja? So. Wieder inzwischen trocknen. So. Und nun arbeite ich eben mit Duschwasser bzw. mit dem AR-Color. Die sind auch hundertprozentig wasserfest und da habe ich mir für diesen Farbton diese zwei Farbtöne eben ausgewählt. Und zwar fange ich an, das ist zwar egal, jetzt gehe ich wieder über das Ganze drüber, schaut momentan ein bisschen formprächtig aus. Und eben durch dieses Fixieren vom Kaffee löst sich der Kaffee nicht mehr, gell? Und aus diesem Grün wird jetzt schon ein bisschen das Türkis, gell? Jetzt ist wieder der Trocknungsprozess. Und dann gehe ich mit dem Grün drüber. Also jetzt wird es schon ein bisschen türkis. Wir schauen nehmen ein bisschen der Kaffee vor. Ich muss auch nicht über das ganze Bild drüber gehen, ich könnte auch Teile stehen lassen. Aber am Anfang würde ich sagen, ich finde, dass ich das Ganze drüber gehe. So, ich habe zuerst gesagt, ich mache das oben eben mit dem Weiß. Verwende ich wiederum nie eine Farbe alleine, sondern eben das Rheinweiß, also das Titanweiß. Gemischt mit dem Altweiß. Das ist natürlich eine ganz tolle Farbe von Lascaux, weil das ist richtig Altweiß. Wieder wie ich es am Anfang gezeigt habe. Anfangen mit der Rolle, der Platz ein bisschen klein, und dann wieder die Farbe einrollen, bis keine Flecken mehr sind, sondern dass das wirklich also schön sich vermischt hat. Man weiß ja also nie genau die Mitte teilen von einem Bild, sondern immer ein Drittel, zwei Drittel. Also jetzt fange ich an, einmal vielleicht da oben ein bisschen, nehme wieder meine Schablone, damit ich das ein bisschen gezielter mache. Am Anfang lasse ich immer ein bisschen mehr stehen. Zumalen kann ich das immer noch. Meine Bilder sind einmal ein bisschen mit einer Collage aufgebaut. Und zwar sammle ich da verschiedene Papiere. Die was ich jetzt einmal zuerst nur vielleicht einmal auflege. Und dann einmal schaue, wie ich das klebe. Ich picke die Schrift da immer, oder ich klebe die Schrift immer verkehrt hinein, weil das für mich ein bisschen spannender ist, als wenn man gleich sieht, wo es da drauf steht. Ja, jetzt kleben wir mal. Und zwar kleben auch wieder dünne Sachen mit dem Acrylbinder. Ich habe da eben hier also ein Tischset, ein altes, genommen. Und trage diesen Binder mit dem Pinsel auf. Schön wichtig ist also bei den Ecken. Und wie gesagt, ein bisschen achten, dass ich da ja nicht in die Mitte reinkomme. Schauen auch, dass das gut klebt, dass die Luft draußen ist. Man muss nicht immer kleben, aber bei mir ist es eigentlich so, dass ich meistens eine Collage verwende. Dickeres Material trage ich dann immer mit einem Holzleim auf, aber diese dünnen Materialien kann man ohne weiteres mit dem Acrylbinder auftragen. So, jetzt schauen wir mal, dass wir also die Fläche wieder verdichten. Also ich arbeite da immer
von einem, also nicht nur einen Teil, sondern einmal dem oberen Bereich vom Bild und dann wieder beim unteren. Schauen wir mal, was man da noch mehr zumachen kann. Und da wieder also mit der Schablone. Ich kann das auch ein bisschen mit einem Bleistift nachziehen. Und jetzt achte ich schon, wie das Ganze ein bisschen verbindet. Aber die Acrylfarbe ist trocken schon, oder? Jetzt machen wir also die Verfeinerungen, die kleinen. Jetzt schauen wir mal. Also Schablonen schneiden, das ist also das Um und Auf. Man kann auch natürlich fertige Schablonen nehmen. Wenn man sich selbst diese Schablonen anfertigt, dann ist das eben also individuell. Ich fahre ja ganz gerne mal mit dem Bleistift noch. Ganz gern diese Öl tun. Und zwar rühre ich diese Farbe nicht mit einem Pinsel irgendwo an und trage es auf, sondern ich nehme da ein bisschen aus der Tube raus, auf ein Tuch und fülle mir diese Ecken aus. Das kombiniere ich ganz gern auch wieder mit einer zweiten Farbe. Also das war jetzt Benz Grau und das ist eben das Ultramaringrün. Wenn ich es ein bisschen drüber tut. Und mit dem Bleistift kann man dann wieder ein bisschen herauskratzen, dass der Untergrund wieder herauskommt. Ein bisschen drüber föhnen. Schauen wir mal, ob wir das noch anwenden. Machen wir mal ein bisschen mit dem Weiß drücken. Wieder trocknen. Jetzt haben wir das wieder getrocknet. Da kann man auch wieder ein bisschen mit der Ölpastfarbe drüber gehen. Ja, so, jetzt geht es wieder mit oben weiter. Also mit diesen Ölfarben in der Tube kommt die Struktur natürlich auch wieder ganz schön außer. Mit diesem Marmormehl.